Hallo, meine lieben Löwegeborenen, ich begrüße euch recht herzlich zu eurer neuen Wochenenergie für die Woche vom 9. bis zum 15. Mai 2022. Ich habe die Karten wie immer schon springen lassen für euch und würde auch gleich in die Deutung gehen. Ich habe das Gefühl, dass in dieser neuen Woche es hier ganz viel um das Thema Bewegung und Vorwärtskommen geht. Also es ist, wie gesagt, möglich, dass der eine oder andere unter euch hier einfach so den Drang hat, endlich jetzt zu starten. Irgendetwas, was hier vielleicht schon lange Zeit nicht vorwärts ging, möchte man jetzt hier in die Bewegung bringen. Und ihr habt hier auch die gewisse Leichtigkeit dafür. Ne? Also ihr seid wirklich auch in einer unbekümmerten, ja, emotionalen Stimmung. Ja? Ihr seid aber auch hier jemand momentan, der sehr moralisch und ethisch handelt, denkt und fühlt. Oder was mir auch auffällt auf einer anderen Ebene ist, dass ihr jetzt in die Vorwärtsbewegung kommen könnt, weil eine Situation, die eben lange gedauert hat, die euch da vielleicht ein bisschen blockiert hat, jetzt wirklich hier umgesetzt werden kann. Ne? Sei es, dass man noch auf irgendwas warten musste, ja, oder dass jemand anderes ja, euch da so ein bisschen im Weg stand. Das habe ich das Gefühl, dass das in dieser Woche jetzt so langsam sich immer mehr auflöst und ihr halt dann auch wirklich starten könnt. Ne? Ich habe auf der finanziellen Ebene habe ich das Gefühl, dass sich für den einen oder anderen Löwen unter euch hier auch irgendetwas ergibt. Ne? Das muss jetzt nichts Großes sein, aber irgendetwas, entweder worauf ihr gewartet habt oder was euch zugestanden hat einfach. Ne? Oder halt auch so ein kleiner, ja, so eine kleine glückliche Fügung, das habe ich ja auch liegen und das wünsche ich natürlich auch jedem von euch, ne? Gerade wenn man jetzt vielleicht finanziell so ein paar Sorgen hatte. Ich habe das Gefühl, dass ihr in dieser Woche aus dieser Situation rausgehen könnt, was die finanziellen Ängste angehen. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass hier ein Freund zu Besuch kommt, der vielleicht weiter weg wohnt, oder ihr wollt einen Freund besuchen, der weiter weg wohnt. Das würde dann aber auch wirklich eine sehr, sehr schöne Reise sein. Ne? Also da werdet ihr Spaß haben. Da werdet ihr eventuell, es kann es aber auch sein, dass ihr hier mit diesem Freund dann auch neue Möglichkeiten für euch entdeckt oder dass bei dem einen oder anderen so der Wunsch kommt, eventuell umzuziehen oder auszuwandern. Also auch so eine Sehnsucht nach etwas Neuem habe ich hier einfach ganz, ganz viel liegen. Aber an sich ist es eine Woche, in der es viel um das Thema Bewegung geht und Vorwärtskommen, Aktivität, ne? Aber halt auch wirklich so in dieses Unbekümmerte zu gehen, ne? Ihr fasst neues Vertrauen, ne? Ich habe einmal hier den Hund, hier den Hierophanten liegen. Da geht es halt wirklich auch ganz viel um tiefes Vertrauen. Ihr kommt in das Urvertrauen, ne? Also das finde ich wirklich auch richtig schön. Also an sich dürfte das eine Woche voller Chancen und Möglichkeiten, Reisen, Gefühlen, Emotionen sein. In der Liebe, wenn man jetzt zum Beispiel auch hier einen speziellen Wunschpartner hat, habe ich das auch schon so liegen, dass sich auch zwischen euch hier neue Möglichkeiten ergeben können, die auch handfest sind, denen man vertrauen kann. Also ihr sitzt dann nicht mehr so, ja, unsicher seid. Also die Unsicherheit wird dann hier auch von eurer Seite rausgehen. Ne? Ja, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Bleibt mir schön gesund und bis bald.